Es gibt noch ein letztes Tool, mit dem ich euch vertraut machen möchte. Das ist VoiceOver. Dieses Mikrofon findet hier in der Mitte. Wenn ihr da drauf klickt, aktiviert quasi ein VoiceOver-Tool. Ich mache das einmal und in diesem Tool kann ich jetzt zum Beispiel die Lautstärke anpassen. Da muss man wahrscheinlich immer ein bisschen generell lauter werden. Das heißt, mit diesem Tool könnt ihr direkt den Kommentar auf euren Film aufsprechen. Links oben am Rechner, oberhalb der Tastatur, findet sich so ein kleines Mikrofon. Ihr solltet den Ton des Projektes während der Aufnahme wiedergeben, damit die Atmo auch drin bleibt und nicht einfach überschrieben wird komplett. Dann geht ihr einfach an eine Stelle, wo der Clip gestartet werden soll, ja, und fangt an, euren Kommentar zu sprechen. Ups, so war das natürlich nicht gedacht. So, jetzt zählt er runter. Eigentlich wollten wir ja in den Urlaub, aber wir haben uns entschlossen zu arbeiten und denken an schöne Momente. Was einige schon hinter sich haben, haben die anderen noch vor sich. Gret Urban zum Beispiel freut sich auf ihren Urlaub in Havanna. So, unterbrechen kann ich das, indem ich einfach die Space-Taste drücke und das hält an. Und ihr seht jetzt hier, klicke ich das mal weg, liegt eine neue Tonspur. Was einige schon hinter sich haben, haben die anderen noch vor sich. Gret Urban zum Beispiel freut sich auf ihren Urlaub in Havanna. Ja, das war's im Endeffekt. Viel Spaß beim Schneiden.